Herzlich willkommen zu später Stunde. Vielleicht sind Sie ja schon etwas müde und hatten vor, sich von Klanghotel heute langsam in den Schlaf lullen zu lassen. Tut mir leid, wir rütteln Sie wach. Und zwar mit einer geballten Ladung Death und Black Metal. Vor allem aber mit der spannenden Geschichte von Celtic Frost. Einer der ganz wenigen Schweizer Bands mit Weltruhm. Hello, hey. Song, wo tönt, als hättest du Luftröhrenkrebs. Total kaputt, absolut durchgedreht. Das kaputteste, schlechteste und beschissenste, was es gibt. Das ist heavy stuff. Schwierig ist, in Celtic Frost zu sein, das zu überleben. Ende der 80er Jahre galten Celtic Frost als Ikonen der Avantgarde. Sie waren Vorbilder für Größen wie Marilyn Manson oder Metallica. Die bösen Jungs rund um Leadsänger Tom Gabriel Fischer. In ihren Texten brüllten, schnaubten, grunzten sie sich ihren Frust, ihre Wut und ihre dunklen Gedanken von der Seele. Sie gelten namentlich als Erfinder des Death Grunt, des unheimlichen Grunzgesanges. Nur in der eigenen Heimat in der Schweiz gab es für die Metal-Pioniere wenig Anerkennung. So verschwanden sie denn auch fast klanglos vom Erdboden, die Band löste sich auf. 13 Jahre lang hörte man nichts von Celtic Frost, bis es im Jahr 2006 dann zur großen Wiedervereinigung kam und zur großen Comeback-Tournee durch Europa, die USA und Japan. Der Dokumentarfilmer Adrian Winkler begleitete die Band auf diese Reise in die musikalische Finsternis. Dass wir haben schauen, dass aus dieser Geschichte, jetzt, die sich jetzt wiederholt, nicht einfach nur eine Tragödie oder eine Farce wird, sondern dass wir das Ruder können übernehmen und nicht einfach uns selber kopieren, wie das irgendwie Hunderte oder Tausende von Künstlern machen, die sogenannte Reunions oder Revivals oder wie immer man das will bezeichnen, machen. Genau das haben wir ja nicht wollen machen. Aber genau darum haben wir uns bewusst werden, warum wir es eigentlich machen und warum wir es überhaupt früher gemacht haben. Und der Tom, zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder angefangen haben, Musik machen, hat zum Beispiel nichts zu tun haben mit Hellhammer. Er hat gefunden, das sei alles Scheiße. Und was wir dort gemacht haben, war pubertärer Unsinn. Und er schäme sich eigentlich nur dafür. Die Hölle, wie ich sie selber immer nenne, das Wort, das ich immer benutze, wenn ich über meine Jugend rede. Ich habe mit der absolut nichts mehr zu tun haben. Ich wollte über die nachdenken, noch über sie reden. Die meisten Jahre von meinem Leben.
Und da Hellhammer sich nicht trennen lässt von den Umständen, da die Umstände von meiner Jugend der direkte Grund sind, warum es Hellhammer überhaupt schlussendlich gegeben hat, habe ich unglücklicherweise auch sehr lange Hellhammer einfach ignoriert und weggepusht. Immer Bauernkraff aufgewachsen und ich muss das sagen mit Abscheu, weil das war ein ganz schlimmes Kraff gewesen, wo die Leute mich gehasst haben, wo die Leute mich total ausgegrenzt haben. Und ich habe den Zuflucht gesucht in der Musik zuerst mal. 10 Jahre bevor es eine Black-Metal-Szene gegeben hat, sind wir mit unserer Musik völlig neben dem Geschmack von der Zeit gestanden. Und wir mit unserer punk-beeinflussten Kellermusik mit Gesang, wo tönt, als hättest du Luftröhrenkrebs. Also anders kannst du es nicht beschreiben. Alle anderen haben wirklich operhaft gesungen. Und die Sänger haben sich überboten, wie viele Oktaven sie können singen im Heavy Metal. Währenddem ich gesungen, es war ja nicht wirklich ein Gesang, sondern es war ein Geröchel, ein Herz. Wirklich wie ein Dämon halt, oder? Uns hat einfach die Aggression interessiert. Für mich persönlich sind die Texte ein Ausdruck von dem Hass, den ich auf die Menschheit hatte. Die Texte, die ich damals geschrieben habe, die zum Teil auch heute, 25 Jahre später, wo ich richtig merke, das ist heavy stuff. So Texte wie Satanic Rites, die wirklich fast schon gefährlich sind. Es gibt einem schon zu denken, wenn ich die radikalen Sachen mit diesen Texten beschrieben habe, die sind dann zum größten Teil alle wahr geworden. Es sind Leute abgestochen worden, auf primitivste Art. Es sind Kirchen abgefackelt worden. Und das ist schon echt, das allein wird wahrscheinlich schon irgendein Buch rechtfertigen, dass irgendwelche Gofen aus Nürnsdorf, Bassersdorf, Wallisellen das vielleicht nicht bewirkt haben, aber doch ein Teil davon sind, von den ganzen Events. Vielleicht das sogar bewirkt haben, wer weiß. Aber zumindest garantiert ein Teil sind davon und die Ideologie mit in die Welt getragen haben, wo nachher passiert worden ist, mit drastischsten Konsequenzen für die betroffen worden sind in Norwegen. Do you believe? For if you do, you earn my respect. Because let me tell you, Bergen, there is no God. This is Ain Elohim! Shall fall nor rise no more.